So Leute, willkommen zur Ankündigung der Serveröffnung. Ja, bleibt auf jeden Fall bei diesem Video dran. Es ist mega wichtig und auch für euch einfach mega entscheidend, quasi falls ihr überhaupt dabei seid bei der Serveröffnung, alles miterleben wollt, rate ich euch auf jeden Fall dran zu bleiben. Wer es nicht tut, ist halt selber daran schuld. Und ja, jetzt werde ich alle wichtigen Infos sagen. Wie viele ja wussten und es manche leider noch nicht verstanden hatten, waren wir immer noch in der Beta quasi. Wir waren am Aufbau, alle Spielmodi haben wir nur getestet und wie ihr bemerkt habt, manchmal alles funktioniert, manchmal alles nicht, weil wir auch das Lobby-System getestet haben. Wir waren jeden Tag dran, neue Sachen auszuprobieren und wir sind jetzt noch nicht ganz fertig, aber wir wissen, wann wir fertig sein werden, nämlich am 4. Januar. Also der Server wird am 1. Januar down gehen, quasi an Silvesterabend beim Hintern down machen. Und er wird dann am 4. Januar um Punkt 19 Uhr wieder starten. Und das heißt dann noch, 19 Uhr ist die große Serveröffnung. Schreibt es euch also sofort in den Kalender. Der 4. Januar ist ein schöner Freitag und da, ein Samstag. Und schreibt euch auf jeden Fall auf Samstag, 4. Januar, 19 Uhr ist die Eröffnung. Und seid auf jeden Fall alle dabei und das wird mich einfach mega freuen. So, ich gucke jetzt nochmal nach. Ja, es ist Samstag, bevor ich jetzt mir Müll laber. Und ja, was wird euch erwarten? Also, wie ihr ja schon gesehen habt, wurde eigentlich nur das hier genutzt. Und das hier eigentlich gar nicht, das hier nicht und das hier nicht. Also, alle vier Sachen werden natürlich dann offen sein. Auch VIPs und quasi VIP kann man dann auch sich holen. Und das Forum wird dann richtig da sein. Quasi alles wird dann offen sein. Und was erwartet euch? Ja, das ist geheim. Das werde ich dann erst, wenn die Server quasi, wenn an dem, so am 3. Januar und sowas, werde ich dann quasi erst ankündigen, richtig? Oh, ich habe mein Töchterpack gar nicht drin für im Sof. Ups. Also, ich kann euch nur sagen, dass PvP hier ganz neu veröffentlicht wird, dann SG, aber das S kann man steuern. Ah, das ist schon sogar ein V oder VG ist es dann. Ich sag aber nicht wieso. Und City Build will leider wegkommen. Da kommt dann was anderes hin. Und ja, das sind die Minigames-Lobby. Es werden neue Minigames kommen. Es wird dann insgesamt in der Minigames-Lobby zwei Lobbys innen drin geben, mit verschiedenen Minigames, quasi, da könnt ihr euch doch mega drauf freuen. Es wird dann quasi, wenn es eröffnet wird, ist ja nicht alles fertig, sondern es wird dann immer noch weiterentwickelt. Und, ihr könnt euch auf ein mega Hammer-System gefasst machen, ein neues, das wird einfach der Killer, das wird wirklich der Killer. Ich sag wirklich gar nichts dazu und deswegen seid auf jeden Fall dabei und falls ihr jetzt schon mal dabei sein wollt, kann es sein, dass wir ein paar Sachen heimlich mal anmachen und testen, ein paar User werden es dann entdecken und mit uns testen. Deswegen, falls ihr dann noch irgendwie ein paar Tests sehen wollt, wie gesagt, ich kann euch nichts versprechen, ich werde auch nicht sagen wann, damit hier keine Leute es zu viel schon sehen, einfach am Server vorbeischauen, vielleicht bekommt ihr dann was mit. Und ja, dann wird dann halt alles online gehen. Zane Dragon ist gerade dabei, hier die Minigames-Lobby zu bauen und der Brian Wolf ist auch da. Wenn ihr Brian Wolf hier im Teamspeak seht, quasi, der heißt Brynjolf, steht da, aber der hat sich verschrieben, der meint W anstatt J. Deswegen, ja. Und Brunnen bei Felix. Ja, Felix hat den gebaut. Und ja, das war es eigentlich schon mit dem Video. Deswegen nicht vergessen, 4. Januar, große Eröffnung, 19 Uhr. Dann wird auch der große Trailer kommen. Und alles dazu werdet ihr dann sehen. Dann sonst wünsche ich euch noch einen schönen Abend und tschüss.